Ja, dann hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier so nett. Freue mich, dass das hier stattfindet. Einige Gesichter habe ich schon gesehen, einige Namen gelesen, die hier teilnehmen. Hallo, herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Freue mich, dass ihr da seid. Das ist cool, da können einige Namen lesen auf dem Bildschirm. Einige, die hier teilnehmen, sind zu sehen. Und doch ist es sozusagen die Einladung zu schauen, wer das hier schaut. Zu schauen, wer oder was gewahr ist. Der Körper darf einfach ankommen auf dem Platz, auf dem er sitzt. Der Verstand darf sich komplett entspannen. Weil es sozusagen so eine, es gibt so eine geheime Idee, dass man glaubt, die richtige Antwort zu bekommen und dann könnte das was bewegen. Ja, man kann richtige Antworten bekommen, aber nicht auf das, was du bist. Es ist immer vor den Worten, vor dem Verstehen, ist das, was gewahr ist. Maximal können wir einfach hier sein. Dafür ist es sozusagen eine Einladung, einfach runterzukommen von allen Programmen, von allen Konzepten, von allem Wissen und von aller Unwissenheit, was im Grunde schon ganz nah beisammen ist, Wissen und Unwissenheit. Und einfach sehen, wer schaut. Sehen, was da schaut. Und das, was hier schaut, da gibt es keinen Weg hin, weil du es bist. Maximal können wir einfach hier sein. Und das Gewahrsein öffnet den Raum. Das Gewahrsein öffnet dieses Ich Bin, dass du spürst, dass du lebst, ja, ich bin hier. Und es gibt keinen Moment, wo das nicht ist, dieses Ja, ich bin hier. Das, was du bist, ist ununterbrochen. Es gibt endlos viel Erwachen im Traum, aber das, was du bist, hat nie geschlafen. Das, was du bist, ist immer und es ist immer bei dir, das, was du bist. Da gibt es keinen Abstand zu. Wenn es was zu tun gibt, dann einfach das fallen zu lassen, was du bist und das fallen zu lassen, was du glaubst zu sein.
Das meiste von dem wir glauben, dass wir das sind, ist nicht praktisch. Und eingespielt sich das sozusagen im Hintergrund ab, so Identitäten. Ich bin ein Sucher. Oder ich habe schon was entdeckt. Jetzt muss ich es nur noch vollständig kriegen. Das, was diesen Eindruck mitkriegt, ich bin ein Sucher oder ich habe schon was entdeckt, das hat sich doch nie verändert. Wenn es Fragen gibt, macht einfach das Mikro an, sprecht oder schreibt im Chat. Auch wenn es irgendein Thema gibt, was sich bewegt oder was du hören willst oder wo du Lust hast, gemeinsam zu erforschen. Und es muss auch keine Frage oder kein Thema produziert werden. Und gleichzeitig ist es cool, alles, was hier auf den Tisch kommt, musst du nicht wieder mit dir rumschleppen. Weil das meiste, was hier ausgesprochen ist, verliert sozusagen seine scheinbare Substanz. Ist das, was es schwer macht, diese scheinbare Substanz, diese Glaubensbekenntnisse, die wir in den Dingen haben, in diesem, so bin ich nicht, so will ich sein, da muss ich noch hin. Manchmal sind es auch Wahrheiten, die sich sozusagen verbalisiert haben und dann ist eine Schublade draus geworden. Hier bleibt gar nichts übrig. Denn deine Natur ist grundloses Glück. Deine Natur ist grundloser Frieden. Ist ein unendlicher Aspekt von Einheit, dass einfach Frieden da ist. Ist ein unendlicher Aspekt von Einheit, dass einfach grundloses Glück da ist. Und es wird offensichtlicher, wenn es interessanter ist, wie der Trouble oder die Suche nach Freude. Die Suche nach Freude hält uns oftmals sozusagen im Leid gefangen. Weil das einfach eine Identität ist. Ich bin auf der Suche nach noch mehr Glück. Das Glück kannst du nicht mehren, du kannst nur von dir verlieren und das Glück wird offensichtlicher. Und umso mehr du von dir verlierst als Idee, als Konzept, als Körper, Verstand, Programm, umso mehr tritt es in den Vordergrund, was immer und ununterbrochen ist. Einfach hier zu sein, heißt, alles darf stattfinden, weil es aktuell passiert. Wenn das, was aktuell passiert, stattfinden darf, inklusive diesem kurzen Gedanken, oh Gott, oder das will ich nicht. Solange das nicht bestätigt und bedient wird, ist es auch cool.
Mia schreibt, Ramesh, kannst du etwas zum Erwachen des Körpers sagen, beziehungsweise was du darunter verstehst? Naja, im Grunde ist alles Bewusstsein. Und der Körper wird vollgestopft mit dem Namen und dann mit Programmen, wie man sein soll, oder man kauft Programme ab aus dem Kollektiv, von Eltern, aus der Schule, von spirituellen Lehrern. Überall kauft man Programme ab, anstatt sich selber zu sein. Wenn du einfach hier bist, mitkriegst, ich bin gewahr, ich bin, das ist ununterbrochen. Dann fängt es an, durch den Körper zu fließen. Und die Programme schmelzen weg. Das ist einfach, was beiläufig passiert. Oder wo sich sozusagen, in Anführungszeichen, der Prozess einfach irgendwann durchbewegt. Und um das mal zu verbalisieren, dieses Erwachen des Körpers, dann hörst du auf zu verbalisieren, ich bin der Körper, oder das unbewusst zu glauben. Aber du steckst auch nicht diesen Gedanken drauf, ich bin nicht der Körper. Du kriegst einfach mit, Bewusstsein bewegt sich durch Bewusstsein. Und dann zeigt sich sozusagen so eine Erstaunlichkeit von Ablenkungsprogrammen wie Aggression oder Angst. Und ein Ablenkungsprogramm könnte auch sein, die Suche nach Frieden und nach Liebe. Weil es deine Natur ist. Warum solltest du es suchen? Gewahrsein und Bewusstsein, wenn das auf sich trifft, das ist Frieden. Wenn Gewahrsein und Bewusstsein auf sich trifft und da ist eine Freude an dem, was erscheint. Das ist Liebe. Und jede Suche danach ist eine Ablenkung. Der Glaube, wo dann der Mind wieder eine Körpergeschichte draus bastelt, die in die Zeit einordnet und sich dann sozusagen eine Story bastelt, anstatt hier das Wunder zu entdecken. Dass du selbst, dass ich selbst vollständig und vollkommen bin. Einfach so. Und dieses einfach so, nicht einfach so, sondern weil es deine Natur ist. Hey Sana. Schön, dass du da bist. Wow. Und dieses Erwachen des Körpers, das bezieht sich auch auf die Gefühle. Das heißt, wir machen kein Gefühlsdrama mehr, sondern Gefühlsdrama, wenn es sich vielleicht abwickelt, darf es sich abwickeln. Aber wir kommen einfach ins Spüren von mir selbst, von dir selbst und bemerken, das ist neutral, nüchtern oder es hat einfach wirklich Qualität. Und neutral und nüchtern hat auch eine Qualität, nämlich dass sich der Film abwickeln kann. Und Gefühle und Gedanken sind zum Beispiel so Ablenkungsprogramme, dass das nicht durch den Körper fließt. Dass das nicht durch den gesamten Raum fließt. Ja, freue mich, dass die Antwort resoniert.
Und im Grunde ist jede Erscheinung sozusagen polar. Sie kann in den Traum reinführen oder in illusionäre Schleifen oder direkt die Wirklichkeit eröffnen. Resonanz zum Beispiel. Du gehst mit was in Resonanz, weil es sozusagen dieselben Denkmuster hat. Du gehst mit was in Resonanz, weil das auch ängstlich oder aggressiv ist oder traurig oder im Mangel, weil das sozusagen der Körper kennt. Oder du hältst immer mal wieder für einen Moment an und schaust, okay, hier ist Resonanz. Resoniere ich hier mit der Seinsheit? Oder mit einem altbekannten Programm. Und Programme sind manchmal so wesenhaft, so wie der Körper auch was Wesenhaftes hat. Wenn Erwachen durch dich passieren will, passiert es durch alles. Dann nimmt es kein Ende, es nimmt keine Rücksicht auf dich. Die Wirklichkeit nimmt keine Rücksicht auf die Traumfigur. Du wirst auch überall reingeschickt, dass du es dir selber anschaust oder dass du siehst, dass du nichts siehst, bis du irgendwann hinguckst. Und es ist ein Paradox des Selbst, es ist absolut rücksichtslos. Es ist wie, dass auf einmal sogar das Selbst mitten im Traum aufwacht, mitten durch den Körper, mitten durch das Empfinden, durch das Erleben, durch das Denken. Dass das Denken vollständig losgelöst ist. Und praktisch benutzt werden kann. Hallo, Hey, Ronny. grüß dich. Ja, ich wollte dich was fragen. Und zwar, wenn der Traum zu Ende ist, was kommt danach? Die Wirklichkeit oder? Was meinst du damit, wenn der Traum zu Ende ist? Es träumt sich ja gerade. Das Absolute träumt sich gerade als dieser Satsang hier. Das hat kein Ende. Wenn das kein Ende hat, ist das schon eine Achterbahnfahrt, also Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Wenn es kein Ende hat. Wenn das kein Ende hat, Achterbahnfahrt auch im Sinne von Ewigkeit, Unendlichkeit, dann kannst du auch deiner Natur, die du bist, nicht mehr entgehen. Weil das ist die Grundlage von dem, dass das auftaucht. Hier Das ist also heißt, niemand. bitte. Hier ist also niemand, der mir was Böses kann. Doch, kann schon sein, dass niemand kommt, der dir was Böses will. Mal in deinen Worten zu formulieren.
Es ist beides. Ja, ist beides. Das Relative ist absolut und das Absolute ist absolut relativ. Und du bist immer du. Ja. Und das, was du vielleicht als Traum meinst, ist sozusagen diese Involvierung, dass du glaubst, der Körper zu sein, die Geschichte zu sein, jemand zu sein, etwas. Nein, ich meine als Traum, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Bilder auftauchten, über die ich keinerlei Kontrolle habe, die tauchen einfach auf, wie so ein Traum halt. Und ich weiß nicht, was das ist. Es passiert einfach. Cool, dann lass es doch einfach passieren. Weil das ist doch im Aber Grunde. Erleuchtung ist ja, bedeutet ja, dass man erwacht von dem Traum. Also Erwachen, ich weiß ja nicht, was Erwachen ist. Ja, das ist das Problem. Weißt du, du sagst, ich weiß nicht, was Erwachen ist, aber ich habe ein Konzept darüber. Anstatt sozusagen aufzuwachen und dir selber anzuschauen. Einfach aufzuwachen jetzt in dem Moment, das, was ihr schaut, ist nicht Brentau. Das, was ihr schaut, ist nicht der Körper mit seiner Geschichte. Der Körper mit seiner Geschichte taucht im Gewahrsein auf, taucht in dieser Ich-Bin-Heit auf. Und das, was du bist, ist undifferenzierbar, unkennbar und es hat nie geschlafen. Manchmal macht sozusagen das Gewahrsein im Tiefschlaf die Augen auf, um sich selber zu beweisen, dass das, was du bist, nie schläft und kein Objekt ist. Und dann wird der Projektor wieder angeworfen und das Spiel läuft. Manchmal scheint es so, als könntest du was tun. Und dann würde ich das nicht vereiteln mit, da ist keiner, also mit so Gedankenkram, sondern tu dein Bestes. Und manchmal kriegst du mit, das läuft vollkommen kontrolllos ab. Dann, dann lass es. Ab wann ist man überhaupt Dann lass es. unglücklich? Also, Wenn du noch ab Glück welchem, hast, bist du unglücklich. ab wann ist man überhaupt unglücklich? Das ist meine Frage. Ja. Ab dem Moment, wo du ein Glückssucher bist. Okay. Es fängt relativ früh an. Und diese Starrheit, das ist normal, ne? Das ist nicht normal. Das ist sozusagen diese vielleicht sind es einfach unterdrückte Programme. Lass sie doch einfach auffahren. Ja. Okay. Vielleicht so aus, mal so diese Perspektive zu sehen, dass du diese Unterdrückung oder diese Spannung nicht bist, weil du es sehen kannst. Und nicht als Verbalisierung, sondern als direkte Einsicht. Ja, da fragt sich auch jemand, ob jemand das von außen sieht, diese Starrheit. Ist doch scheißegal. Ja. Es ist doch egal, ob das jemand sieht oder nicht sieht. Es ist die Angst vor Bewertung, was selber nur eine Bewertung ist. Das, was sozusagen, das, was gewahr ist, das entspricht keinem Wert. Es ist Qualität an sich, aber es ist nicht in diesem Bereich von Bewertungen. Und das ist Hardcore, sozusagen mit Bewertungen berühren zu kommen, weil es weh tut. Ja. Weil das triggert. Ja, das triggert. Und das Coole ist, umso mehr das sein darf, umso mehr wird sozusagen die falsche Identität abgebaut. Ganz aus sich heraus.
im Sehen, im Spüren, im Zulassen, im da ist Unterdrückung, da ist Spannung und es darf lebendig sein. Ja, es darf da sein, ja. Und in diesem, es darf da sein, kriegst du mit, dass das in Bewegung ist, dass das nicht fest ist. Ja, also ein Stein kann auch erwachen. Ja, okay. Ich danke dir, Ronny, für deine Antwort. Agnesa schreibt, ich bin gerade in totaler Verzweiflung, weil ich nicht mehr an meine Tochter rankomme. Es sind alltägliche Dinge und ich verliere mich im Ärger und werde gemein. Die Neutralität fehlt mir da total. Und es ist interessant, was du schreibst. Ich komme an meine Tochter nicht ran, aber im Grunde schreibst du, ich komme mit mir selber nicht in Berührung. Da ist Ärger, da ist Gemeinheit. Man könnte sagen, Neutralität ist deine Natur. Dann nimm dir Raum, erstmal mit dir zu sein, zu schauen, okay, wie ist das? Was bin ich wirklich? Wie fühlt sich das an? Ärger. Wie ist das Gewahrsein darüber? Wenn ein Gewahrsein über Ärger ist, rauscht der Film schon in einer gewissen Freiheit vorbei und Neutralität zeigt sich. Und vielleicht kriegst du dann aus dieser Neutralität mit oder aus diesem, was Gewahrsein ist, da ist Liebe oder da ist eine Freude oder da ist ein grundlegender Frieden. Und das Radikale ist, dass Probleme nicht gelöst werden können. Sondern dass sie sozusagen auftauchen wollen, müssen, dürfen. Und sich dann sozusagen entladen, entleeren. Sie weniger Ankerplatz bei dir finden. Und die Basis in dir einfach größer wird. Und es ist auch wirklich dieses: Sei, was du bist. Sei das Gewahrsein, sei dieses Ich Bin. Sei das, was Gewahrsein und Ich Bin sieht und sich hier als Körper und als formloses Sein ausdrückt. Und das kriegt man nicht als Konzept zusammen oder als irgendwas, was man sich dann sozusagen erzählt. Aber es offenbart sich einfach durch diese Unmittelbarkeit zu sein. Und vielleicht kann man auch das eine oder andere Problem klären, aber in Wirklichkeit fallen sie weg. Das Problem fällt weg oder derjenige, der es haben könnte.
Das ist eine coole Frage. Hast du einen Tipp, wie man die Chance aufs Erwachen erhöhen kann? Zu verstehen und zu realisieren, was du bist. Zu verstehen, dass das, was immer bei dir ist, das ist, was die Macht der Natur ist. Und zu verstehen, meine ich, mit deinen Sinnen oder mit dem unmittelbaren Gewahrsein zu erfassen. Das, was jetzt hier die Frage geschrieben hat, das, was heute Nachmittag auf der Couch gesessen hat, einen Tee getrunken hat, heute Mittag in der Sonne oder auf der Arbeit war, ist dasselbe, was vor 20, 30, 40 Jahren unkonzeptuell im Sandkasten gesessen hat und mit Förmchen gespielt hat. Da war einfach Gewahrsein, was mit sich gespielt hat. Da war ich reine Ich Bin-Heit, die kein Konzept hatte von Ich Bin oder Ich Bin nicht. Ich Bin ist kein Konzept. Wenn Ich Bin kein Konzept ist, ist es der direkte Hinweis auf das, was du bist. Auf das, was sein ist, was du nicht wissen kannst. Und das ist jetzt auch hier mit und ohne Wissen. Und vielleicht wird es unmittelbar erfasst, dann bleib dabei. Dann sind Erfahrungen von drinstehen, dann sind Erfahrungen von Einheit, dann sind Eindrücke von Trouble oder es hat sich verloren. Schaust du unmittelbar hin. Ist es immer, und zwar das, was du bist. Und wenn das sozusagen akzeptiert wird als dieses immer, als das, was ich bin, kann es seine Qualität entfalten. Also dann, wenn es seine Qualität entfaltet und du es als Tatsache anerkennst, ist es nichts mehr, dem du hinterherrennen oder suchen musst. Mehr in sich anvertrauen. Mehr in sich anvertrauen an das Wesentliche, wie mit Unwesentlichem zu basteln. Und basteln mit Unwesentlichem, vielleicht bist du ein Bastler. Leerheit, die mit sich spielt. Andere Worte dafür. Mit. Vielleicht bist du ein Bastler. Bewusstsein, was sich ausdrückt. Da gibt es nie einen Abstand zu was auch immer. Die Natur an sich, die du bist, die Natur an sich, die wir sind und das Erscheinen von Leben ist nicht voneinander getrennt. Und dieses Gewahrsein, dieses Ich Bin-Heit, das bist du. Dieses wortlose Du ist immer. So Bezug nehmend auf den Lebenstraum könnte man dann sagen, ja, ich bin mir aber dessen nicht immer gewahr. Naja, und? Bezug nehmend auf den Tiefschlaf oder auf irgendwelche Samadhis. Kommt die Idee, ja, ich hab's nicht, ich bin nicht gewahr im Tiefschlaf. Ja, dann komme ich halt vorbei in einem Tiefschlaf und weck dich. Kein Körper, keine Welt, dennoch bist du. Und du brauchst nicht die Erfahrung von Abwesenheit von Welt und Körper und Person, um zu sein, was du bist. Alles nur vorübergehende Einsichten. Du bist immer vor jeder Instanz, vor jeder Person oder vor jeder unpersönlichen, was auch immer. Vor Tiefschlaf und Wachzustand bist du, was du bist. Und das sitzt jetzt gerade hier, spricht mit sich selbst. Der Trouble ist manchmal auch so an diese Idee geknüpft. Es sollte anders sein.
am Anfang vom Tag kam der Impuls, die Suche nach Liebe oder die Suche nach Glückseligkeit oder die Suche nach Frieden als ein Ablenkungsprogramm. Wenn es was praktisch zu tun gibt, gibt es das zu tun, dann ist das im Fokus. Das fühlt sich menschlich an. Wenn sich sozusagen das Menschliche einfach sein darf, drückt sich das auch mehr durch die Form aus. Das Persönliche verliert seinen persönlichen Charakter. Einfach der Ablauf von Leben, der passiert. Das Maximale ist die Ausrichtung auf dich selbst. Dieses wortlose Ich selbst, was immer ist. Und am Anfang kann es sein, dass sich das anfühlt wie ein Üben oder wie eine Art Praxis oder sich immer wieder dran erinnern. Aber irgendwann kommst du nicht mehr davon weg. Du kommst nicht mehr von dem weg, was immer ist, was du immer bist. Das hier ist einfach das Erscheinen des Unbekannten. Und dieses Unbekannte ist absolut vertraut. Das im Unbekannten zu lassen, ist cool, weil dann wird hier kein Konzept, keine Konzepte-Schublade gebaut. Das Unbekannte ist auch das, was den PC am Rauschen hält. Das Unbekannte ist das, was durch Ramanas Augen geschaut hat und durch deine. Einfach hier im Stuhl sitzt. Die Chance aufs Erwachen ist zu realisieren, dass das, was du bist, nicht schläft und immer bei dir ist. Tatsachen als Tatsachen zu akzeptieren und Mindfuck nicht zu bedienen. Und sich dann auch der Tatsache anzuvertrauen als ein lebendiges Prinzip, was fließend ist, was beständig ist, was unverändert ist. Und hier war irgendwann mal ein Punkt, dass sozusagen dieses lebendige Prinzip von Stille, von Unveränderlichkeit erkannt und akzeptiert wurde. Und in mir ist sozusagen der Gedanke aufgetaucht, ich wäre noch nicht erwacht, und eine Verzweiflung, dass es mir nicht passiert. Und dann war eine innere Entscheidung, die ich nicht gemacht habe. Also wie diese innere Entscheidung, dann bleibe ich lieber bei meiner Natur,
als weiter zu suchen oder als verzweifelt zu sein oder irgendwas. Und das Erstaunliche, das darauf einwilligen, dass ich bin, was ich bin und dass für mich nichts passieren muss, dann ist es irgendwie kurze Zeit darauf passiert. Was dann ein Witz war, weil das war ein großartiges Ding und gleichzeitig die Realisation, dass das, was ich bin, nie verändert ist. Nie veränderlich und auch nicht mal einsehbar. Und sich dem sozusagen anzuvertrauen, dann öffnet es sich als Frieden. Dann öffnet es sich als Liebe. Und oftmals kommen dann sozusagen Aspekte von Einheit in unser Bewusstsein, die wir gar nicht verstehen, weil wir sie nicht gesucht haben oder weil wir sie übersehen haben. Vollkommene Akzeptanz kann ein Aspekt von Einheit sein. Und Aspekt von Einheit meine ich nicht Teile von irgendwas, sondern Unendlichkeit, die sich als Akzeptanz ausdrückt. Wenn Akzeptanz alles mit einschließt, auch Nicht-Akzeptanz und keinen Akzeptierenden oder Nicht-Akzeptierenden mehr übrig lässt, keinen Erwachten oder Unerwachten übrig lässt, kriegst du es erstmal nicht mit. Genieße es einfach. Genieße es einfach zu sein. Und es entfaltet sich nebenbei. Hallo Ronny, Oh. ich bin's wieder. Ich wollte noch was sagen. Ich habe mir heute ein Netz gekauft und damit bin ich Quallen fangen gegangen. Und das wollte ich nur noch mal wollte ich sagen, also weil mir das so auf dem Herzen lag. Ja. Was liegt dir an der Stelle auf dem Herzen? Ich weiß nicht, weil die waren so wunderschön und so rosa. Ja. Und das hat mein Herz sehr berührt. Ja, es ist immer sozusagen der Versuch, Schönheit einzufangen. Und damit töten wir sie. Oder stecken sie ins Aquarium. Ja. Aber ich danke dir, dass du mir zuhörst, während ich das sage. Warum Nityananda? Nityananda ist auch hier.
Nisargadatta wurde mal gefragt, ob er Nityananda kennt, ob er ihn mal getroffen hat. Und dann sagt er, ja, einmal habe ich ihn getroffen. Und dann wurde gefragt, was halten Sie von ihm? Ich habe jeden Tag an ihn gedacht. So muss es sein. Denk jeden Tag, jeden Moment an dich selbst. An diese höchste Qualität, die du bist. Und diese Erinnerung ist egal, ob das eine äußere Person ist, ein Bild, irgendein Weisheitssatz, Erkenntnis, irgendwas. Wichtig, dass es hierher führt, zu dir. Zu dem, was in dir lebendig und ungeboren ist. Als du vorhin gesagt hast, mit der Suche aufhören, Habe ich nicht gesagt. hast du nicht gesagt? Die Suche kannst du gar nicht beenden, sondern erkennen das, was du bist, als das, was du bist. Und wertschätzen Okay, alles. ich habe es aber so verstanden. Kann so gehört werden. Und in dem Moment habe ich gedacht, okay, dann hör doch mal einfach auf. Und dann kam als erstes, war ich total traurig. Aber diese Traurigkeit war irgendwie auch eine Art Programm. Und danach habe ich gemerkt, ey, dann habe ich ja überhaupt kein Ziel mehr. Dann habe ich, was habe ich dann noch? Dann habe ich das, was ich vorher auch hatte, vor der Suche. Mein stinknormales Leben, sage ich mal einfach. Aber das ist dann auch weggegangen. Und inzwischen gefällt mir der Gedanke. Weil du hast dann irgendwann später gesagt, vertraue dich einfach dem an, was du nicht kennst. Und da ist irgendwas total Spannendes drin. Und das ist wirklich keine Suche mehr dann in dem Sinne. Also es ist cool, was du beschreibst. Ich sage es nochmal mit anderen Worten. Nicht Ja. die Suche aufgeben, sondern die Suchenergie deiner Natur zu wenden. Und dann verliert sie sozusagen dieses nach außen wenden, dieses, ah, hier kann doch eine Entdeckung passieren. Und es ist cool, was du gesagt hast, das Unbekannte in sich selbst entdecken. Das ist was Spannendes, da passiert was wir nicht mehr kontrollieren können, was wir nicht mehr festhalten können. Und gleichzeitig ist es das, was uns Sicherheit gibt. Weil es immer und ununterbrochen ist. Es ist das, was unsere Natur ist, das, was die erwachte Natur ist. Die Person glaubt sich nicht erwacht oder glaubt sich erwacht. Die Person glaubt sich auf der Suche oder nicht auf der Suche. Aber einfach mit sich zu sein, in dem Sinne von, hier ist das Unbekannte, was sich durch diesen Körper ausdrückt oder durch diese Gesamtenergetik, die ich gerade als
ich erlebe. Und ich meine ich kein persönliches Ding, sondern dieses wortlose Ich, was bei dir ist. Das ist immer. Das ist du. Ja, und insofern würde ich schon sagen, das Wort Suche hat sich jetzt irgendwie verändert. Aus der Suche ist, wie soll ich das sagen, einfach nur ein Hinschauen geworden? Oder Hinschauen, reinfühlen? Ich weiß nicht, irgendwas ist da trotzdem voller Erwartung, aber ohne Suche. Cool. Ja, und das fühlt sich irgendwie besser an, weil das andere, du hast es als Ablenkungsmanöver bezeichnet und so ist es letztlich auch. Das ist noch zu weit weg. Ja, so empfinde ich es halt gerade. Und zu dem in dir, was in dir lebendig ist und was nicht wissbar ist, gibt es keinen Abstand, oder? Nee, eigentlich nicht. Auch ohne eigentlich. Ja. Und das ist das Coole, sozusagen dem die Priorität geben. Und wenn das sozusagen kein mentales Konstrukt ist oder irgendwie so, das ist es vielleicht zeitweise mal, aber wenn sich das verliert als ein Spüren, Erleben, ein Körper, Energetik sein oder einfach nur selbst sein, dann ist es das Beste, was dir passieren kann. Und Leben findet statt und dennoch das Beste, keine Wünsche zu haben. Und sozusagen keine Wünsche zu haben oder keine Suche am Start zu haben, weil du das selbst bist. Hm. Irgendwas ja, wir wünschen eine neue Tischdecke oder irgendwie das, was im Kühlschrank ist. Das ist einfach Leben. Wir suchen aus der falschen Perspektive heraus. Yes. Immer in der Annahme, nicht das Gesuchte zu sein, es irgendwo zu finden oder irgendwie zu finden. Aber da ist immer noch ein zweites, was sucht. Ja. Und wenn du es aus dem schaust, was du bist, ja, ist nur eine Freude. Ja. Oder das Zweite taucht in dir auf, ohne Zweites, ohne Abstand. Und du bist du. Und das Zweite kann machen, was es will, weil es eh keinen Willen hat. Ja, aber da kommt der Glaube, die Identifizierung wieder schnell durch. Cool. Sodass die Perspektive schon wieder gewechselt wird. Und das wird automatisch. Das wird sozusagen automatisch passieren, und wenn du sozusagen weißt, dass du bist, was du bist, oder dass deine Natur immer bei dir ist, ist eine Momentaufnahme, dass sozusagen dieser persönliche Traum einfach zerreißt. Wie zerreißt. Nee, wie du sagtest, da ist so, dann ist ja ganz schnell wieder die Identifikation am Start. Ja. Und in diesem, dass es sich abwickeln darf und du weißt, was du bist, in dem Sinne von alles, was geschieht, führt mich auf mich selber zurück. Alles, was geschieht, führt mich auf mich selbst zurück. Ist das so? Probier es aus. Erzähl, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
wenn es in einer Rückhaltlosigkeit geschehen darf, führt alles auf dich selbst zurück. Jo. Dann wird kein Frieden oder kein Glück mehr gesucht. Und in diesem Nicht-Suchen von Frieden oder Glück kann es sich einfach entfalten. Und es ist cool, dass du sagst, so, hier ist ein Kontakt zu was in mir, was unbekannt ist. Da ist Gewahrsein, da ist Ich Bin-Heit und da ist ein Kontakt zu mir. Da ist was, was lebendig und undefinierbar ist. Ja, geil. Bleib so gut dabei, wie es geht. Genau. Alles andere wird passieren. Und dieses Passieren wird immer losgelöster. Oder pragmatischer. Je nachdem, wie sich das Leben vollzieht. Ja, es ist im Prinzip, wenn ich alles sein lasse, wie es ist, ist man ganz schnell an dieser Stelle. Aber da ist eben immer wieder dieses Ich, was sagt, nee, das will ich nicht und das auch nicht. Ja, sozusagen diese Stimme im Kopf oder wo auch immer die auftauchen mag, die dann sozusagen suggeriert, das will ich nicht und das will ich nicht, aber kommt dann sozusagen auch mit besseren Ideen. Das ist ja sozusagen das Verhängnisvolle. Nee, das will ich nicht. Ich habe sozusagen schon mal was ganz Großartiges gesehen. Da möchte ich jetzt hin. Und das ist sozusagen das ist ein Punkt, der auch sozusagen heikel ist oder sich da nicht einspinnen zu lassen. Ja, der Verstand oder der Ego kann einen mit der Erleuchtungskarotte locken und sagen, ja, ich bleibe lieber bei meiner Natur. Das innere Licht darf aufgehen, es darf sich aus sich heraus entfalten oder still bleiben, ich bleibe lieber hier. Ich kann Frieden nicht machen, bleibe ich lieber mit Frieden und Unfrieden und Frieden entfaltet sich aus sich heraus. Also ich werde mich mal einfach so ein bisschen mehr darauf ausrichten jetzt in den, was weiß ich, nächsten Stunden oder Tagen. Einfach mal gucken, nicht suchen, nur da sein, reinfühlen. Sein, was du bist. Ja. Da sein und auch immer wieder bemerken, das Dasein taucht in mir auf, in meiner Wesensnatur. Das Dasein taucht im Gewahrsein auf. Ja, danke. Okay. Danke. Danke. Zu der Frage, ob es einen Tipp gibt, wie man die Chancen aufs Erwachen erhöhen kann, kam nochmal ein Danke, super erklärt und ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Ja, spannende Reise. Es gibt so eine Geschichte von einem Zen-Meister oder Zen-Geschichte. Der Zen-Meister schickt den Schüler nach 3 Jahren weg. Und der Schüler hat so seinen Sack gepackt und ist schon einen Weg runter, hat den Tempel oder was auch immer verlassen. Und der Meister geht nochmal an das Tor von dem Tempel und ruft so hinterher.
Du kannst nichts tun für die Erleuchtung. Mach dir keinen Stress, du kannst nichts tun für die Erleuchtung. Und im nächsten Moment sagt er, tu alles, was möglich ist. Und das Möglichste ist sozusagen, seine Natur zu kennen, als das, was immer um dich ist, in dir, bei dir, das, was sieht, das, was anwesend ist, was gewahr ist. Und den Zen-Schüler hinter dir zu lassen, den Sucher oder Nicht-Sucher hinter dir zu lassen. Hier gibt es eine Frage, würdest du sagen, Meditation war wichtig für diesen Prozess, um zu erkennen das Selbst? Ich weiß nicht, Meditation ist so wichtig wie Frühstücken, Zähne putzen, abends ins Bett gehen, wenn der Körper müde ist. Es ist einfach was, was sich normal vollzieht. Es ist Teil der Geschichte. Das Selbst meditiert permanent über sich und sich dieser Meditation zu widmen, das hört nicht auf. Das ist die einzige Meditation, die es wert ist. Alles andere, so eine Art Therapie oder mal ruhig stellen oder mal zur Ruhe kommen, ist alles wunderbar. Aber sich sozusagen dieser ununterbrochenen Meditation zu widmen, die du in deiner Natur bist. Wow. Ist fast ein bisschen schwer zu lesen, weil es im Grunde alles Ansichten sind. Hier wird gerade geschrieben, es gibt kein Suchen und es gibt kein Finden. Beides eine Ansicht. Genauso wie die Ansicht wäre, ja, da ist eine Suche und wenn ich die Suche beende, dann finde ich was. Es ist sinnlos, etwas suchen zu wollen, da ja schon alles da ist. Naja, kann auch Mangel da sein. Und jemand anderes kann die Ansicht haben, dass es wäre sinnvoll, was zu suchen und am Ende ist dann mehr da wie vorher. Also beides eine Ansicht. Aber wer oder was nimmt es wahr? Dann wird hier geschrieben, es gibt niemand, der sucht. Naja. Sag das deinem Chef, da ist niemand, der heute nicht auf die Arbeit gekommen ist. Ja, hier ist niemand. Ja, ich schicke Ihnen die Kündigung zu. Von niemand geschrieben, an niemand. Ist ja klar, dass das ein unpersönliches Setting ist. Ja, und es ist einfach viel interessanter, frisch zu schauen, wie sich sozusagen in Ansichten zu positionieren. Der Mensch, der gefragt hat nach Meditation und ob das wichtig wäre, fragt weiter, wie würdest du sagen, widme ich mich dieser Meditation? Ja, cool. Lass einfach das auftauchen, was sozusagen immer bei dir ist. Sich Momente nehmen, um anzuhalten.
ob das eine formelle Meditation ist oder im Warten auf dem Bus oder 5 Minuten sitzen im Park unter einem Baum, whatever. Lass das auftauchen, was immer ist. Du bist. Es gibt keinen Moment, wo du nicht bist. Es gibt keinen Moment, wo kein Gewahrsein ist. Und dann einfach still zu sein und zu sehen, dass das sozusagen, dass das Leben und die ganze Erscheinungswelt und was auch immer wahrgenommen wird, im Gewahrsein auftaucht, in der Anwesenheit auftaucht. Das wäre sozusagen das Erste. Und vielleicht ist es möglich, sozusagen zu realisieren, dass du dieses ewige, unveränderliche bist. Ja, cool, schön. Und es fängt an, sich zu erfassen. Und wenn es anfängt, sich zu erfassen, dann nimmt es kein Ende. Dann kannst du dich nicht mehr an den Worten festhalten, die heute gesagt wurden oder heute gehört wurden. Dann fängt an, das Unveränderliche seine Qualität rauszubringen. Dann fängt an, das Ich Bin sich aufzulösen, das Gewahrsein sich aufzulösen. Du findest dich vor dem Gewahrsein wieder, vor, whatever. Hier mittendrin, immer tiefer mittendrin, immer losgelöster, was auch immer das sein soll. Immer losgelöster heißt auch, da ist keine Identität drin, die frei oder gefangen wäre. Und das ist dann Freiheit. Vor jeder Erscheinung, vor jedem Ich Bin, vor jedem Gewahrsein findest du, da ist nichts zu finden. Und das ist der Genuss zu sein, was du bist. Vielleicht. So der Geschmack von Leichtigkeit, da halte ich dran. Da fällt sozusagen das Falsche weg. Und diese Konzepte, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie hast. Die Konzepte, die wir mit uns rumschleppen, ist der Meditierende oder die schweren Buddha-Statuen, die wir in unseren Rucksack gepackt haben. Alles fliegt raus. Kannst du auf die Fensterbank stellen, auch okay. Aber eben nichts mehr, was es zu erreichen gilt. Nichts mehr, was zu erreichen gibt, weil es keinen Abstand gibt zu dir. Und dieses zu dir ist an keinen Zustand oder an keinen Bewusstseinszustand gebunden oder geknüpft. Das ist cool zu realisieren. Wo immer du auch bist, du bist du. Und das kannst du sozusagen an diesem wortlosen Ich Bin oder an diesem nicht objektivierten Ich Bin, kannst du realisieren, hey, wow. Es gibt keine Trennung zu diesem Traum. Es gibt keine Trennung zu mir. Das Absolute und das Relative sind nicht voneinander geschieden. Und ich tauche da mittendrin auf und weiß nicht, wer ich bin. Und muss es nicht wissen. Weil ich bin, was ich bin.
Und das ist cool, wenn du bemerkst, dieses, was du bist, dem kannst du nicht entkommen. Damit zu sein, fängt an, ein stiller Strom zu fließen. Das lässt dich zufrieden sein, das lässt dich satt sein. Oder Sattheit berührt sich selbst. Alles cool, was du geschrieben hast. Und trotzdem sozusagen, der Geist macht manchmal einfach aus einer Wahrheit sozusagen eine Schublade. Und ich brenne lieber Schubladen nieder, wie dass ich sozusagen mit wahren Konzepten hantiere. Und aus dem, was hier gesagt wird, kann natürlich auch ein Konzept gemacht werden, aber dann würde ich halt das kaputt machen. Weil Wahrheit kann nicht zerstört werden. Und Wahrheit ist das, was du bist. Oder nennt es halt niemand. Schön, dass du da bist, Volker. Ja, hallo Ronny. Hallo, kannst du mich hören? Hallo, ja, kann ich hören. Ja. Hallo. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ein Schauspieler. Halte mal an. Ja. Wer nimmt es wahr, diesen Glauben, was auch immer? Wer oder was nimmt es wahr? Weil ich bin überhaupt nicht an deiner Geschichte interessiert, sondern an dir. An was bist du interessiert? Ich bin nicht an deiner Geschichte interessiert, auch nicht an deiner Suche. Ja, verstehe ich. Erleuchtungsgeschichte, sondern an dir. An mir, so. Aber was soll ich denn von mir erzählen? Das ist sozusagen eine Lüge oder eine verdrehte Geschichte. Ja. Wer nimmt das wahr? Wer nimmt das wahr? Ich glaube, ich, die Person. Wer oder was ist sich dessen gewahr, dass Person da ist? Wer ist gewahr? Jetzt verstehe ich. Ach so, ja, das höre selbst. Das höre vielleicht, oder das linke oder das rechte. In welchem Gewahrsein taucht so eine Idee von höherem Selbst auf? So, das ist doch Märchenstunde. Ja. Aber ich mag halt Märchen. Ja, dann guckst du mal auf den Märchenkanal, da kannst du dich dann über Erleuchtungsmärchen unterhalten. Hier spricht halt das Selbst mit sich selbst und dieses kann ich dir nicht dienen. Ach so, das kannst du, okay. Ich bin halt kein Märchenonkel. Na, verstehe ich. Ja, aber was ist denn der Sinn, hier zu sein? Was diesen Traum mitkriegt oder diese spirituelle, ich möchte doch irgendwas verstehen oder ich möchte irgendwas loswerden, das ist frei. Ja. Ja, es gibt aber halt noch Menschen, die so Gefühle in sich. Also es gibt ja keinen. Das kannst du gleich abhaken. Ja. Machen wir 2 Jahre Lockdown. Und beschäftig dich nur mit dem Wesentlichen, triff nicht so viele Menschen. Du wirst weder in dir noch irgendwo anders Menschen finden. Ja. Was ist denn der Sinn, weiterzuleben? So? Es gibt keinen Sinn, weiterzuleben. Das Leben lebt sich. Ja. Wenn sich die Fülle auf sich selber trifft, ja, das ist Freude. Wenn das Selbst auf sich selbst trifft, was sozusagen ungeboren ist, dann gibt es weder einen Sinn, das abzuschaffen, noch sonst irgendwas. Weil was nicht angefangen hat, wird auch nicht enden. Egal, wie gruselig es ist. Ne? Nur die Gruselshow endet. Ja.
nur der Glaube sozusagen an die Geisterbahn endet. Weil es einfach nur ein Schattenspiel ist, was einfach auftaucht. Und wenn dem eben kein Glauben, keine Wirklichkeit beigemessen ist, ist was kommt und geht. Ja, du hast ja gesagt, etwas bleibt, ja, ne? Etwas bleibt, du bist was nicht zerstört werden kann, ne? Ja. Und ich rede ja aus diesem nicht zerstört sein, oder nicht? Ich weiß nicht. Okay, aber ich danke dir trotzdem, Ronny, ne? Weil klingelt gerade jemand an die Tür, deswegen. Komm nochmal schön rein. Mit dieser ganzen spirituellen Geschichte kann man sich jahrzehntelang in die Irre führen. Prozesse hoch, Prozesse runter. Von einem Trauma in die nächste Erleuchtungserfahrung und wieder zurück. Das klärt sich, wenn sozusagen deine Natur erfasst ist, als was unveränderlich und paradoxerweise absolut lebendig ist. Wir haben oftmals so die Idee von Lebendigkeit oder wir haben diesen Eindruck von, das verändert sich nicht. Aber das ist ungetrennt. Das, was unveränderlich ist und die Lebendigkeit von Leben an sich, tauchen miteinander auf, das ist nichts Persönliches. Die Involvierung zeigt sich, um sich zu erlösen. Involvierung taucht in der Freiheit auf und erlöst sich aus sich heraus. Weil sie sein darf, weil sie in Freiheit gesehen wird. Und Freiheit meine ich deine Natur und nicht irgendeine Idee von Freiheit. Die Leinwand ist sozusagen frei von den Inhalten des Filmes. Das Ich Bin ist frei und unverändert von dem, was darin auftaucht. Das Licht des Gewahrseins kümmert sich nicht um die Erscheinungen, die darin erscheinen. Ich Binheit und Gewahrsein sind schon was Gesehenes, also lass es gehen und sei. Und dennoch ist es immer wieder der Hinweis, weil es sozusagen die Konstante ist, in der sich Traum und Wirklichkeit abwechseln und nicht voneinander verschieden sind. Wenn man sich mit Verschiedenheit beschäftigt und es nervt oder merkt, da ist kein Sinn drin, dann kannst du mich kriegen, das ist eine Verwicklung in Gedanken, in Bilder, in Traumgeschehen. Dann lass es sich einfach rauslaufen. Und indem es sich auslaufen lässt, zeigt sich die Natur an sich. Zeigt sich, dass das Gewahrsein frei ist. Dass du frei bist.
Ein paar Minuten haben wir noch. Ich würde es mal nutzen, so dass ja einfach mal der Verstand entspannen darf, dass der Körper ja einfach ankommen darf. Eben war vielleicht der Eindruck, auf eine Frage nicht geantwortet zu haben, aber das ist nicht wahr, sondern einfach nur der Hinweis auf das, was du bist und endloses Frage- und Antwortspiel hält einfach nur sozusagen in dieser Suche nach Erwachen drin, anstatt sich sozusagen dem zu widmen, was wach ist. Lad mal den Verstand ein, dass der relaxen darf, dass der einfach vollkommen runterkommen darf. Ramana sagt, der Verstand darf ins Herz sinken. Der Körper darf einfach auf dem Stuhl sitzen, auf der Couch, auf dem Kissen. Vollständig hier sein. Atmung darf einfach passieren. Bemerken findet einfach statt. Gedanken sind tot. Die Atmung bringt uns mit dem Lebendigen in Berührung. Und lad mal dein ursprüngliches Wesen ein, was auch immer das für dich ist. Ich bin halt. Gewahrsein. Ein Sehen dessen taucht darin auf. Im Grunde bist du Non-Realität. Das, was Gewahrsein hervorbringt, das, was den Traum hervorbringt, wurde selbst nie gesehen von niemand. Ist nicht einsehbar. Und in dieser Unvermittelbarkeit, in dieser Unmittelbarkeit von Sein und Nicht-Erkennen, von reinem Gewahrsein, was sich nirgendwo festmacht, einfach hier sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart.